Hallo zusammen, da sind wir wieder in Dings, Demon's Souls, Doppeldings, und zwar hier im Nexus. Letztes Mal, wenn ich mich recht entsinne, sind wir doch abgenippelt. Muss gerade mal gucken, was macht denn der Ton. Oh, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen besser. Die ganze Zeit war es so blechern, ich habe das Mikrofon falsch rum drin gehabt. Ja, ich habe es nicht gemerkt. Oh je, wei, wei, ich alt, ja, ich weiß. Okay. Also, langsam, ganz langsam. Im Schmiedeareal. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt habe ich mal das. Ne, wir haben ja dahinter schon Hinweise gekriegt. Weiß und schwarz, dunkel und hell, oder was? Soll ich da jetzt nochmal hier rennen? Ich habe mir da jetzt nochmal Gedanken gemacht, so ein bisschen. Ja, so weit wie es bei mir gereicht hat. Wir haben ja schöne Rüstung auch. Ja, also was ist schön? Wir haben auf jeden Fall mal eine Rüstung auch. Das ist ja mal wichtig, ne? Und zwar war hier, achte auf die Te Tendenz der Seelen der Wild. Passen Sie, warte, Moment, halt langsam. Und machen wir erst das. Wenn die Tendenz eher weiß ist, sind die Kräfte der Dämonen geschwächt. Das klingt mal schon vernünftig. Magie, was steht denn da? Wilden denn da? Guck mal. Gates of Boletaria. Ach du, ich sehe das jetzt gerade, das Symbol weiß. Die geistige Gesinnung der Seelen der Welt kann sich ändern. Ist die Tendenz der Welt eher weiß, verlieren die Dämonen an Kraft, nähert sich die Tendenz schwarz an, stellen die Dämonen eine größere Gefahr dar. Du musst das halt auch vorher lesen. Ne, das ist jetzt das Auge da unten drunter, weiß und schwarzel. Ist da dann noch was da? Ja, du kannst das kann man alles da mal lesen. Ja, ich kann jetzt nicht alle. Jetzt machen wir eins am anderen. Also, so weit, so gut. Ne, wir haben da das jetzt auch im Menü drin. Do, die Weltcharakter, ne, das ist die Tara. Tara Weiß. Ist das jetzt weiß? Also, also für mich ist das weiß. Silberweiß. Ne? Oder ist es, oder hat der sich drehende Dreiviertelkreis, was das bedeutet? Ist der noch nicht ganz voll oder was? Das ist noch weißer, wird es noch weißer? Ich habe keine Ahnung mehr. Das müssten wir jetzt halt mal sehen. Und hier haben wir dann die Wilde, die Tendenz insgesamt. Da kann ich jetzt nichts anklicken, ich kann nur schließen. Jetzt hat der erste Keilstein des habgierigen Königs. Das ist auch für mich weiß. Also für mich ist alles weiß. Gut, die Dreiviertelkreise, die innen drin, die drehen sich. Bei alle, aber ja. Okay. Hat das jetzt auch irgendwas? Hat das, ob wir jetzt als Geist unterwegs sind? Oder ich sage jetzt einfach mal in menschlicher Gestalt und nicht als Geist. Hat das Auswirkungen auf die Tendenzen? Freunde, das ist eine Wissenschaft für sich, das Ding. Da. Jetzt noch einmal was. Hab ich überhaupt Rune? Dabei zwei Stück habe ich. Eine Seele sind das. Alles gut. Habe aber nur trotzdem zwei Seele. Wie heißt denn die Rüstung? Kürass des blauäugigen Ritters. Ich habe erst Kürass des grünäugigen Ritters gehabt, das habe ich aber dann wieder abgelegt. Blauäugigen Ritter, also was ist denn das für ein Kram? Aber du, die Socke haben wir, die Barbarenhose haben wir immer noch. Oh. Bogen habe ich jetzt ausgerüstet. Was für Stufe bin ich denn jetzt? 22. Das ist unsere Seelenstufe. Ne, 500, was haben wir dann? Ausrüstungslast und so weiter, Gegenstandsfund. Verteidigung, jawohl. Blutung, Gift und Seuche. So, also es gibt Gott sei Dank nur drei. Ich habe jetzt geskillt Vitalität, Kondition und Stärke und Beweglichkeit, damit ich den Bogen nehmen kann. Alles andere habe ich mal außen vor gelassen. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Das wird sich rausstellen. Du musst hier normalerweise, ach, so ist es in der Regel immer fast, mit fast jedem Waffe oder Magie oder Wille ist nämlich Glaube, musst du das durchspielen können. Ja?
Vielleicht nicht mit dem zerbrochenen Schwert, das will ich nicht abstreiten, obwohl es das vielleicht auch gibt. Ne? Und da habe ich jetzt, das ist wurscht, was du hast. Also unser Ausrüstungslast ist noch im grünen Bereich, ne? Würde ich sagen. Ja, wenn ich mal die Roll betrachte, das ist für mich noch im grünen Bereich. So. Wir haben immer noch das Bastardschwert. Was Claymore braucht 20 Tage. Wir waren zuletzt im Schmiedeareal. Jetzt gehe ich trotzdem noch einmal da. Und zwar. Pfad des Herrschers kommen wir nicht weiter. Ne, doch, da kommen wir weiter, aber der Vorburg. Da haben wir den Dämonen-Turmritter. Aber da ging es dann nicht weiter, weil man noch was anderes machen musste. Und hier. Ne, das ist ja der Palast. Und das ist ja das. Das Gebiet, wo ist denn das jetzt? Da vorne. Wir gehen kurz mal her. Warte mal, du musst mal aber da. Ich geh, pass mal auf, Mädchen. Oh, Scheiße! Oh, der ist weg. Wenn ich jetzt noch ein Sichel Mondgras dabei habe. Ne, wenn man sich das jetzt aus meiner Sicht, da ich sage, machen wir ganz langsam. Wenn man sich das jetzt betrachtet, ganz genau, das Tor da unten, natürlich könnte man das von innen aufmachen. Einfach so, ne? Ach, ohne Hebel oder sowas. Ich muss da nochmal hoch. Muss den Typ da ausschalten, Freunde. Das stört mich. Das könnte ein Lizard heute, oder? So eine Eidechse. Das ist Ludenhaufen. Und wenn man sich das jetzt, ich habe das einfach nicht registriert, das könnten doch Galgen sein, oder ne? Könnte das so eine Art Galgenplatz sein? Hinrichtungsplatz. Galgenplatz, Quatsch. Hinrichtungsplatz. Was? Da einer was gesagt? Nein, ne? Wenn das also so wäre, da liegt ja immer noch Loot. Ja, du warst ja noch nicht dort. Nur mal angenommen, weil wir von dem Loch da oben, wo die Glühwürmchen rumsausen, da kommen wir nicht neu. Wenn das jetzt da vorne gar kein Ausgang ist, sondern ein Eingang, ich mache mal. Ich hab's Fenglas drin. Oh, das ist ein Fehler. Das muss ich rausmachen. Das brauch ich schnell. Ne? Das ist ein Eingang, um da neu zu gehen und zu looten und nicht um rauszugehen. Könnte ja auch sein, ne? Da liegt auch was. Das ist eine Eidechse. Ja. Die gibt da Hartsteinbrocken oder was. Hundertprozentig. Das ist ein Galgeplatz. Was wäre jetzt, wenn man da was auslösen muss, um dorthin zu kommen? Nehmen wir mal an, die Welt muss schwarz sein. Und dann könnte man da hin, oder dunkel, oder was weiß ich. Oder ja, nicht hell oder dunkel, oder so ähnlich. Spekulativ gemeint. Und dann kann man vielleicht das Tor öffnen, oder was? Ja, jetzt ist halt die Frage, wie wird die Welt dunkel? Da bin ich überfragt. Ich müsste dann auch noch mal diese Hilfe durchgucken, ob da noch was zu finden ist. Naja. Okay, also, ja, dann spekulativ alles, ja, ich weiß, aber soll man oben rumgehen? Einfach so mal. Weil wir da vielleicht noch ein Sichelmond krass, wie viel haben wir eigentlich? 21. Junge, und jetzt springst du bis tot. Vielleicht kriegen wir noch eins. Ja, der Schade ist schon jetzt ein bisschen stärker. Erschöpft.
Bin erschöpft. Achtung, da kommt noch mal einer. Pass auf, roll weg. Putzi, komm. Da liegt noch eins. Warte mal, der hat Terpentin. Ne, Obernbombe, ja, kann ich schon mal brauchen. Nischelmondgras, okay. Und der hat auch noch eins. Oder eine Brandbombe. Brandbombe, okay. Auf jeden Fall, genau. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. So gut, da können wir jetzt nicht weiter. Wir müssen nochmal in das Schmiedeareal. Sind wir ja abgenibbelt. Und zwar erst aber über den Nexus. Du konntest nur über den Nexus, über die Keilsteine. Du kannst du da hier reisen anscheinend. Ich tu nochmal reparieren. Ne? Ja. Ist ganz simpel. Zum Tausch mit euren Seelen. Nicht labern, du Arschloch. So, was habe ich jetzt gemacht? Hast du nur das Schwert kaputt? Okay. Bei dem Konzert halt nichts verkaufen. Ja. Da einer sitzt auch noch durch. Ich weiß immer, dem sagen, wie oder Käse? Claudius oder was? Keine Ahnung. Der heilige, gewaltige, der ist auch noch irgendwo da. Ich gehe da jetzt nochmal neu. Meine Schmiedeareal. Steinfangkatakomben heißt es. Das ist Keilstein des Gräberkönigs. Eine Stadt der Gräber und Hüter des gewaltigen Tunnels. Vor langer Zeit erlaubten ihre Bemühungen, den Soldaten Boletarias ihre Arbeit durchzuführen. Doch nun, ihrer Seelen beraubt, arbeiten sie geistlos in Stille, unermüdlich und ohne Zweck. Da reisen wir eh fertig aus. Steinfang, da war doch auch so ein Händler, guckt noch, ne? Da ist er, ja. Und da war mal drin, da war nichts. Ne? Du kannst da runter. Nee, die müssen sich erst in Bewegung setzen. Da kannst du wie außer am Geländer. Da könnte man auch entlang. Was will ich denn da? Nee, du kannst da nicht entlang. Du warst doch da schon. Ach so, ja, da geht's nicht weiter. Zumindest vorläufig nicht. Wir müssen da rein, Freunde. Das hat keinen Sinn. Jetzt kommen die Steinschmeißer wieder, oder? Ne, halt, die kommen nicht mehr. Oder? Doch, die kommen wieder. Ich war nämlich schon einmal drin. Und hab da den, mich an dem Clown gerecht, da, wo da drin rumrennt. Aber scheinbar ist der jetzt auch wieder da. Okay, das werden wir jetzt gleich sehen. Und was machst du dann da oben? Hast dich doch umgeguckt. Hast du ein bisschen Loot eingesammelt? Ja. Ganz hoch geht's nicht. Ups. Warte mal, da misst der Stehe jetzt wieder. Der ist wieder da. Oh je, das darfst du nicht. Okay, der kommt also auch immer wieder. Vollmondgras. Und der Eustige. Ja, trotzdem geht's doch nicht weiter. Das sind die Arbeiter gewesen da. Ja, die zwei. Nichts zu tun momentan, kann das sein. Ich glaube, da draußen hat Blut gelegen. Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt fahren wir wieder runter. Oh, nicht so weit. So, das dreht sich und da geht's. Da geht es eigentlich nicht weiter, ne? Wir müssen jetzt bloß den Absprung schaffen. Genau. So, Achtung. Nehmen wir mal das Sichelmondgras und nehmen wir mal noch einen. Also praktisch zwei. Da geht es jetzt entlang. Da gehen wir jetzt mal durch und gucken mal, was die da so ausstellen. Da. Yeah.
Was drei geben die? Drei Seele? Ach du Scheiße, Mann. Drei Stück? Und die halten aber ganz schön was aus. Und ich hab keine Ausdauer zum Zuschlagen. Verdächtig, dass die nichts ahnen irgendwie? Finde ich das schon irgendwie brutal, ne? Oh mein Gott, ich wollte gerade Feuer drauf machen. Das musst du einfach merken, dass du da ohne, ja. Scheiße. Die sind sowieso gegen Feuer immun, nämlich auch, ne? Und die da. Was ist du, Fuzzi? Der ist nicht immun dagegen. Und der auch nicht wahrscheinlich. Oh, was kommt denn da? Oha. Alle mal, raus hier. Da, guck mal, da geht's raus. Nehmen wir die Beine in die Hand. Lauf ein wenig nach vorne. Du wärst verfolgt. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich müsste was trinken. Ich nehme mal so eine. Guck mal noch einmal. Der will zurück, der ist blutversudelt. Das sind drei, ja, ich sehe. Sind es nur noch zwei? Nee, es ist gar keiner mehr. Ach so, warte mal. Ich habe da acht von denen. Ich nehme da noch eins, komm. Noch eins, neun mit. Wir haben ja genug. So, Achtung, wir waren da. Irgendeiner hat da mit dieser Feuerbombe rumgeworfen. Und da liegt ja auch noch Loot. So, langsam. Der wendet dir, da oben liegt auch noch was, der wendet dir das Gesicht zu. Verdammt, also wie gesagt, ich komme da nicht drüber weg, dass die so viel aushalten. Warte mal, oh, was? Scharfsteinschaf? Hartstein 2, 4, 4 Hartstein. Ach, da steht ja auch so ein Clown, ne? Der war das. Ah jo. Warte mal, gehen wir da hoch. Spring. Ja. Und dann, ja, wenn da hoch. Warte mal, Moment, wie viel brauche ich denn? Könnte ich das da sehen? Ja, anscheinend sieht man das nicht. Was man noch bräuchte, um die Waffe hochzurüsten. Ich habe es aber nicht gemerkt. Ich habe sie auf Stufe 3, also gut. Ha. Alter, oben schaffen sie auch. Kommen wir da neu zu dem. Ist da noch jemand oder ist der Allee? Wenn der Allee wäre, der ist ihm einfach der Frack verschlagen. Okay. Hey, du Penner. Ich muss hin, dann. Idiot. Du lachst da, ne? Oh, du Arschloch. Ne? Mit der Peitsche. Ich hab keine Lust, da abzunehmen. Mach aber auch kaum Schade bei der. Musst dich schon leer auf dein Geschick verlassen. Wo ist denn da der Ausgang? Machen wir das neu. Er lacht. Er bewegt sich aber gerne, da ist es siegessicher, Freunde. Da war sich zu siegessicher. Da war sich zu siegessicher. Vollmondgras. Langsam. Block. 60% Block. Und du? Ich nur 30. Scharfsteinklum und Hartsteinklum. Aha. Rheinsteinscherbe. Gute Scheiße, Rheinsteinscherbe. Das ist bestimmt für magisch, oder? Wir haben ja eh noch ein bisschen was magisch. Halt da.
Hat Starter steht, habe ich 4 Stück, aber ich weiß nicht, wie viel ich brauche für die Waffe. Ne, ich brauche auf jeden Fall mehr. So, große habe ich 2. Klumpen habe ich auch schon. Das ist für die bewegliche Waffe, ne? Scharfstein. Das ist ein Klumpen, das schärfe Klumpen, Rheinstein. Weißem Erz. Was steht denn da? Eine Schärpe aus kristalliertem weißem Erz kann eine Vielzahl von Waffen aufwerten. Aha. Wird zur Herstellung qualitativ hochwertiger Waffen genutzt, die sowohl Stärke als auch Beweglichkeit fordern. Bis auf Stufe 5. Bis auf Stufe 10. Bis auf Stufe 10 die Hartsteinklumpen und Einhandschwerter, Äxte und Hämmer auf, auch aufzählen. Das wird interessant, Freunde, mein lieber Mann. Okay. Wir leben noch. Wenn jetzt zwar nicht weit kommen, im Prinzip, wenn man so will. Da steht einer. Der macht Pause. Da war das Schichtwechsler, ist das, kann das sein? Geht nicht. Hallo? Ein Schichtwechsler ist der. So wie man wieder Hör doch mal auf. Ephema Auge kriege. Oh, Scheiße. Oh, der ist stärker, weil er die Waffe hat. Scharfsteinscherbe. So wie man also die Ephema Auge kriege, tun wir eins nutzen, dass wir wieder nicht als Geist durch die Gegend tappen. Dann habe ich doch jetzt. Da habe ich ja alles raus, oder? Oder Leiter irgendwo oder eine Treppe? Nein, ne? Gut, dann. Block? Nein, hell. Wo ist denn eigentlich ein Bogen? Da. Was will ich mit dem? Ich will ihn in der Hand halten. Da kommt schon wieder einer. Au. Warte mal. Hopp. Und hepp. Unschlüssige Bische, der Typ. Du kriegst vorher auch gezeigt, was dann schade du machst. Ne? Dann siehst du dann genau, aha, Moment, er hat noch ein Restleben. Ja, wir müssen die Waffe auf jeden Fall hochrüsten. Das. Steht überall. Einer. Schafft keiner was von denen. Ja? Ja, doch, ein paar schaffen schon. Aber die meisten, die sind mit Rumstehen beschäftigt. Nix gut, doch. So raus, bisschen abwarten, bis er kommt. Die sehen am Dunkeln besser, ne? Da kommt, da schwingt die händisch. Das reicht jetzt, weil wir schon vorher haben wir schon ein bisschen angeknabbert, den Typen. Gucken wir mal neu. Ist was da? Was Interessantes? Nö. Da überliegt liegt Loot, aber was? Wieso kommen wir da jetzt nicht neu? Das ist nur der Platz für den. Für den gewesen, den für dich. Ja, du musst vorsichtig sein. Hau mal drauf. Nee. Da liegt auch noch was. Das. Nimm's mit. Sichelmondgras, prima. Mal blocke ein bisschen. Spitzhacke haben wir jetzt. Aha, die gucken wir uns mal an. Das ist eine Waffe. Spitzhackenwaffe. Da kann man nicht nehmen. Oh, die ist aber haltbar. Was braucht man da? Geschick oder Beweglichkeit ist es ja in dem Fall. Ah ja, gut, wird Silber sein, oder? Plus 12. Das haben wir halt nicht. Das ist schade, aber es ist halt so. Man weiß es ja vorher nicht, oder? Oder doch? Eigentlich nicht, ne? So, aha, die sind aber überall, das sind die Aufseher. Das sind die Aufseher dahin. Die sehen viel auf und manche sehen auch nach unten. So, wenn wir uns da jetzt ganz lang. Ach, siehst du, da gibt Befehle. Da haben wir die Peitsche dabei.
Au, scheiße, Freunde. Das hätte ich ja denken können. Scheiße, wo bin ich denn da jetzt? Ich sag dir mal, was mit denen brauchst du nicht abgeben. Ich geh, Tara, das brauchst du nicht. Die, das ist nur Kanonenfutter. Warte mal, hat er dich gesehen? Nein. Ah doch. Geh doch mal aus dem Weg. Habe ich das Ding noch ausgerüstet? 19er haben wir. Drinks, Esses. Ja, da ist ja From Software hergegangen, vom Essen zum Trinken. Zum Schlürfen. Praktisch, ne? Da steht er da oben. Wie komme ich denn da jetzt hier zu dem? Ah, warte mal, Moment halt. Da sehe ich gerade was. Die machen da ja nichts, ne? Wenn sie in Ruhe lust. Du kennt man eh, ne? Da hinten steht einer. Oh, was macht denn der jetzt? Warte, hol mal das. Nicht? Seele eines unbekannten Kriegers. Gut, das haben wir. Jetzt haben wir da halt nochmal neu. Die Brücke eingestellt, wie das schon das zweite Mal, gell? Ja, das ist halt blöd, ne? Da war's schon. Enge Gänge da auch, ne? Ja, Arschloch, du. Wie komm ich denn da hoch zu dem? So, über die Brücke. Ach so, guck mal, ich bin Mitte durch. Ich könnte theoretisch auch. Aber warte mal, da geht's. Ne, da ist er doch. Was ist denn da los? Ah, da ist er loot, komm mal. Seele eines unbekannten Warriors. Anau Warrior. Aha. Da ist das Rad, Wasser. Da geht's nicht weiter. Okay. Ich konnte neben drauf latschen auf dem Ball, gell? Pass auf. Dann müssen wir ausschalten, Freunde, das hat keinen Sinn. Sieht er dich nicht? Ich renne mal da nie, wa? Also, Alter, das war die falsche Seite. Er lebt noch. Denk dran, jetzt ein gezielter Treffer in der Rücke. Ist schon ist der Geschichte, der junge Mann. Seele eines angesehenen Helden. Aha. Dann hat jemand von der Seite auch gesehen und dann ist er ein Held geworden. Wann ist du Aruna? Wahrscheinlich, oder? Diese Sprungattacke kann ich nicht machen. Ministerhandschuhe. Das ist ein Minister gewesen. Oje, Freunde. Warte mal. Was macht denn der da? Ein Hebel. Da ist ein Hebel. Der ist kaputt. Warum? Weg hier. Boah, gut, kenne die Eustege her. Boah, wenn der dich mit dem Ding verbischt, bist du tot. Große Hartsteinscherbe, also hier scheint ein bisschen Farmgebiet zu sein, kann das sein? Was? Hat der jetzt dort drauf gezogen an dem Hebel, oder? Ah, muss genau vorne drauf stehen. Jetzt geht das Türchen auf. Ah, prima, ja. Das heißt, wir könnten zurück. Und hier dürfte es nichts mehr zu holen geben, oder? Vielleicht lassen die auch noch ein paar Hartscherben fallen. Der hat was im Sack gehabt, hundertprozentig. Rheinsteinklumpen,
Rheinsteinscherben, 2 Stück. Okay, dann loote mal noch. Hat der einen Sack dabei? Ja, ne? Kommt der Mama an und schaut. Schläger ist es. Aufsammeln. Itz Wittstein. Itz Wittstein. Ach so. Was? Die liegen da auch rum. Ach so, warte mal, Moment. Itz Wittstein. Was habe ich denn? Wie sieht denn die Waffe aus? 209. Das ist ja eigentlich noch gut. 209 misst man noch nicht. Ich wollte aber wissen, ob der jetzt... Warte mal, wie geht denn das überhaupt? Itz Wittstein. Ist der da dabei? Da. Denn ein Wittstein, den Itter Schmied von Steinfang benutzt. Gelagert. Das heißt, der verbraucht sich, ne? Wenn es da schon 2 gibt. Dann nimmst du den, und da wollen die 2 aus dem See haben, was so ein Stell. Ah, die haben doch nicht alle Tasse im Schrank, oder? Wo geht's in der Uni? Ach so, da sind wir reingekommen. Eben denke ich, ja, mein Gott, was ist denn da los? Okay, dann wollen wir mal gucken. Okay, da, damit er nicht so allein ist. Schicke man zu seinen Kameraden. So, was haben wir noch? So eins oder? Oder so 2? Nimm mal so 2. Ja. Schmeckt gut, oder? Wo konnte ich denn da jetzt wieder hoch? Wo war denn das? War da nicht irgendwo ein Weg zum Hochkrabbeln? Muss ich wieder ganz außen rum oder was? Sieht so aus, ja. Wird nur noch durchs Fühler gehen, um zu sehen, ob da vielleicht noch ein Keilstein, ein Teleporter ist, der uns von hier wegbringt. Wo will ich denn dort? Was will ich denn da hin machen? Ich hab mich verlaufen. Oh. Die haben sich verlaufen. Muss ich jetzt da? Nein, ich kann. Nee, ich muss da. Nee, ich muss da nicht. Ich muss da. Okay. Zack, zack. Aha. Da war da etwa ein Nebel. Ist das jetzt Bossnebel oder ist das jetzt... Ne. Bossnebel ist größer, gell? Oh, Achtung, was ist? Wo? Wer? Moment, ich höre da Stimme. Ui, Freunde, das, da ist kein Kaltschirm. Brauchst du im ganzen Gebiet, gibt's hier gar nichts. Du musst dich da durchfighten. Oh, was ist denn das, ja? So, Feuerechse war das, hat aber nichts. Feuereidechse, groß aber ein bisschen, ne? Möchte ich nicht im Garten begegnen. Schmelzsteinscherbe. Noch eine Scherbe. Für Feuer, ja? Oder was? Feuer! Jawohl, Feuer! Okay, das wird jetzt nochmal episch, Freunde. Aber wenn ich jetzt. Wie viele Minuten habe ich denn schon wieder? Ich glaube, ich habe schon wieder 1/2 Stunde. Kann man das auch halten, das Rad oder so? Ne. Wow, was ist? Musst du husten? Wenn ich sage, ich mache, weil es gibt Keilsteine, gibt es hier gar nicht so viele. Ich muss dann immer das ganze Gebiet, ah, um Gottes Leid, ja. Wenn ich in so Abkürzung oder so. Da. Ne, das kann ich vergessen. Dass man in das Gebiet zurück könnte.
Ach Gott, da kommen die ganz dicke. Ah, die dicke nicht, aber die Wände hängen so drauf, da, die Elixier, heiliges Elixier. Wenn du jetzt durchlaufst, kommen die runter. Ah ja, klar, seh dich auch mal. Und ich brenn, ja, ich will sehen, dass du brennst. Geh halt raus. Wow, 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 wow. Die Waffe muss hochgerüstet werden. Oh Gott, der Leid, ja, das ist Saufischer. Einer lebt noch. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder Feuerschale gekriegt. Nur weil wir drauf geschlagen. Nee, da. Echsen springen doch gern durch die Gegend. Echsen springen machen die alt. Drachensteinscherbe. Oh je, Freunde, ich muss noch mal gucken, was wir da alles kriegen. Ach du Scheiße. Drachen. Gefunden in Lava. Eine Scherbe aus Drachenstein befunden in Lava. Wertet ein Handschwerter extra. Ja, okay. Erfüllt Waffen mit der Kraft des Feuers. Bis auf 5 verstärkt werden. Feuer, wir sollen Feuer drauf machen auf die Waffe. Hä? Feuer ist wirkungsvoll in dem Spiel. Nur bei den Gegnern. Ach so. Okay, Freunde, ich würde sagen, bevor wir da jetzt weiter husten, ich mache erstmal einen Cut, ne? Und dann steigen wir. Aber genau hier an der Stelle steigen wir wieder ein. Okay? Okay. Macht's gut, bis dann. Ne?